Olli, willkommen zu unserem speziellen Fragenhagel. Nervös? Auf jeden Fall. Wie viele Jahre warst du eigentlich Fortuna-Spieler und wie viele Profispiele hast du absolviert? 13. Saison und wie viele Profispiele, weiß ich nicht. 273. Aber die 200. 13 stimmt. Danke. Der Junge aus Hirschau zog los und wurde Profifußballer. Wenn du diese Karriere deinem Teenager-Ich vorlegen würdest, hätte er diese mit Kusshand genommen? Der hatte damals keinen Plan, dass man mit Fußball Geld verdienen kann. Die aktive Karriere liegt nun hinter dir. Was überwiegt? Erleichterung oder Traurigkeit? Gemischte Gefühle, wie immer. Natürlich ein bisschen Melancholie dabei, aber eigentlich freue ich mich auf die Zeit danach. Was war dein schönster Fortuna-Moment in all den Jahren? Aufstieg, Bundesliga, Rathausbalkon mit den Toten Hosen, mit Gerd Zewel, mit der Schale, die Mannschaft mit Botze. Das war's, glaube ich. Und was war dein peinlichster Moment? Mein peinlichster war Spiel in Aalen, Freitagabend, glaube ich. 1:0 verloren. Ich denke mir, die armen Teufel, die hier Freitagabend über 600 Kilometer durch die Republik gefahren sind, denen gebe ich wenigstens ein Trikot auf dem Heimweg mit. Dann schmeiße ich das Trikot in die Kurve. Das Trikot kommt wieder zurückgeflogen. Wie viele Paar Fußballschuhe hast du verschlissen? Uff, das waren einige. Ich war froh, dass der Sponsor immer regelmäßig welche zur Verfügung gestellt hat, weil ich permanent in den Rasen getreten habe und dann waren die Schuhe natürlich wieder kaputt. Fachsimpel mit Friedhelm Funkel? Ja, sehr gerne. Jederzeit, Friedhelm. Wenn du es dir aussuchen könntest, wovon hättest du in deiner Profikarriere gerne mehr gehabt? Mehr Auslandserfahrung. Also ich war sowieso nie im Ausland. Düsseldorf war für mich so die erste Station außerhalb von Bayern. Aber ich glaube, sowas wäre gegen Ende der Karriere nochmal ein schöner Abschluss gewesen. Dein schönstes Tor? Ich glaube, Stuttgart, hier Heimspiel in der Bundesliga. Dein Lieblingsplatz in Düsseldorf? Ja, hier ums Eck, das Stadion. Das Gefühl, das erste Mal die Kapitänsbinde zu tragen. Oh, stolz, große Ehre. Im Nachgang natürlich noch mehr, wenn man mal einen Schlussstrich zieht und drüber nachdenkt. Wirklich tolles Gefühl. Auch Düsseldorfer Thema. Auf der Rheinkirmes habe ich am liebsten. Das Altbier. In welchem Zelt? Das ist egal. Hauptsache kühl und vom Fass. Die schönste Aufstiegsfeier 2012 oder 2018? 2018. 2012 war natürlich vor dem Hintergrund der Relegation mit den ganzen, ja, weil keiner gewusst hat, was da noch so passiert oder kommt, war 2018 deutlich entspannter, weil es schon frühzeitig feststand und wir dann auch ja, bewusst feiern konnten. Die Aussicht vom Rathausbalkon. Oh, spektakulär. Abschlussfahrt mit der Mannschaft nach Ibiza oder Malle? Malle. Warum Malle? Ach, Malle ist für mich so ein Gefühl, wenn du da am Strand sitzt an der Mauer, ein Bierchen in der Hand und guckst in den Sonnenuntergang, das fehlt mir ein bisschen auf Ibiza, die Einfachheit. Diskussionen mit Wolf Werner. Oh, immer wirklich tolle Momente mit ihm erlebt. Er war auch der ausschlaggebende Grund, warum ich damals hier in Düsseldorf gelandet bin. Mit 39 bin ich immer noch so fit, weil. Weil ja, Vor- und Nachbereitung ist wichtig, gute Ernährung, wenig Alkohol, kann ich nicht sagen, werde ich unglaubwürdig, aber man muss schon darauf achten, also viel investieren und natürlich gehört auch ein bisschen Glück mit dazu, mit Verletzungen, gute Versorgung durch Ärzte und Physios, also ein ganzes Potpourri an Dingen. Wir kennen uns jetzt auch schon lange. Warst du eigentlich jemals richtig wütend? Ja, natürlich. Ich kann dir glücklicherweise die Momente nicht aufzählen, aber hin und wieder gab es auch bei mir so einen Moment, ja. Als Heimwerker bin ich mittlerweile bestens geeignet für. Für den kompletten Hausbau. Dein härtester Gegenspieler im Training? Muss ich überlegen. Wirklich ungern habe ich gegen Asani Lukemia gespielt. Rhein- oder Straßenbahn-Derby? Straßenbahn-Derby. Dein bestes Karnevalskostüm? Immer gern genommen, Batman. Rosenmontagszug auf dem Wagen oder lieber an der Straße? Boah, wer die Möglichkeit hat, auf den Wagen zu gehen, der muss das mal erleben. Das ist so unglaublich cool. Was ist das Schönste, wenn du auf dem Wagen bist?
Also erstmal sind die Leute per se schon so gut gelaunt, dass du da gar nicht mehr viel dazu tun musst. Und wenn die dann nochmal dich erkennen und wenn du dann noch Kamelle wirfst, dann werden die Augen und der Applaus wird dann noch größer. Dein Lieblingsort in den Bergen ist? Da gibt es nichts Spezielles. Das ist auch für mich wieder so ein Gefühl. Einfach, dass du ja, die gute Luft genießt, die Aussicht genießt. Und am besten dann mit guten Freunden dann noch unterwegs bist. Und wenn du am Rhein bist, lieber Spaziergang oder eine Radrunde? Weder noch, ich setze mich da gerne ans Wasser und halte die Füße dann in den Rhein. Der größte Scherzkeks, dem du in deiner Spielerkarriere begegnet bist? Scherzkeks war Alex Matlon, glaube ich, und trockenster Humor Ruben Hennings. Zum Schweinebraten gehören Knödel oder Spätzle? Bier. Interviews mit den Düsseldorfer Medienvertretern? Anfangs anspruchsvoll, später, nachdem du auch eine Vertrauensbasis da herstellen kannst, wird es dann natürlich einfacher. Aber insgesamt sehr angenehm. Ich glaube, da gibt es andere Landschaften, wo es ein bisschen ruppiger zugeht. Du hast 2 Platzverweise bekommen. Warum waren die so amüsant? Der erste war Gelb-Rot, glaube ich, in Mainz, Bundesliga. Und der zweite Heimspiel gegen VfL Wolfsburg, Notbremse gegen Diego, glaube ich. Und Notbremse nur, also kein rüdes Foul, aber dann gab es einfach nur Elfmeter. Und damals war die Regelauslegung so mit, ich glaube, keine Doppelbestrafung oder irgendwie so. Und dann Elfmeter-Tor und ich rot weg. Und sie waren direkt hintereinander. Ja, war das so? Laut den Sachen, die wir rausgesucht haben, ja. Das kann sein. Dein liebstes Ziel fürs Trainingslager? Das war, weil wir eigentlich immer in Spanien waren, muss ich fast schon Spanien sagen. Wir waren einmal in der Türkei, einmal in der Schweiz noch, das war auch ganz in Ordnung. Wichtig war für mich, dass da irgendwie Wasser dabei ist. Also am liebsten Meer und ein bisschen Strand. Lieber am Grill oder lieber am Herd? Auf jeden Fall den Grill, am Herd verbrenne ich mir die Finger. Ein Filmtitel für deine Karriere könnte lauten? Ja, endlich vorbei wahrscheinlich. Ein frisch gezapftes Alt oder eisgekühlter Killepitch? Frisch gezapftes Alt, bitte. Wer hat die meisten Beinschüsse kassiert? War das ich? Oder wem hast du die meisten verteilt? Nein, also keine Ahnung. Vielleicht war es Lumpi, weil er den größten Platz da hatte, wo du durchspielen kannst. Die Kabinenansprachen von Norbert Meyer. Unberechenbar. Ich glaube, das war das, was er mir mitgegeben hat. Wenn du später mal Trainer sein wirst, bleib immer unberechenbar. Dein lautester Mitspieler? Dein lautester, Christian Weber. Dein erstes Reiseziel nach dem letzten Spieltag? Irland. Das Zusammenspiel mit Adam Wozzeck. Da denke ich gern zurück, weil sich das über die Jahre so eingespielt hat, dass der eine irgendwie wusste, was der andere macht. Und ja, ich bin wirklich dankbar, dass ich mit Adam da so eine lange Zeit verbringen durfte. Ein Feiermoment, den du einfach nicht vergessen kannst. Das war die Geburt meines Sohnes. Dein Berufswunsch als kleiner Steppke war? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, du wirst ja irgendwann seriös werden, deswegen war ich als kleiner Steppke, glaube ich, nie auf irgendeinen konkreten Beruf aus. Aber später habe ich mir gedacht, Lehrer können vielleicht was Vernünftiges sein. Rot oder weiß? Rot. Nach der aktiven Karriere kannst du endlich? Endlich selbstbestimmt entscheiden, was ich am Wochenende mache. Das schönste Trikot deiner Fortuna-Zeit? Schönste Trikot. Ja, da gab es ein paar, aber ich fand das Sondertrikot von der 125-Jahr-Feier, das einfach ganz schlicht, ganz weiß, auch das Henkel-Logo ganz weiß gehalten, fand ich, glaube ich, so optisch am schönsten. Wir hatten auch ein paar nicht so schlichte Trikots. Was war das Hässlichste? Hässlichste war Längsstreifen. Dunkelblau, rot, so ein bisschen wie Wuppertal, glaube ich, hat das ausgesehen damals. Das war nicht schön. Deine kleine Familie ist für dich? Alles.
Was bedeutet dir Düsseldorf? Boah, sehr viel. Ich glaube, es ist auch nicht gelogen, wenn ich sage, mittlerweile Heimat. Das war's. Vielen Dank, Finko. Danke, gern geschehen.